und risikobereit. Doch bislang hat Sigmar Gabriel sich noch nicht offiziell festgelegt, ob er bei der Bundestagswahl gegen Angela Merkel antreten will. Das will er erst Ende Januar auf der Klausur in Nauen verkünden. Doch laut Bild-Zeitung steht intern längst fest, dass er's macht. Zuletzt waren immer wieder andere Namen ins Spiel gebracht worden. Martin Schulz noch EU-Parlamentspräsident und Olaf Scholz Bürgermeister von Hamburg. Denn Gabriel polarisiert. Nicht nur in der Partei, auch in den Umfragen. Zu unbeliebt, die Geburt seines zweiten Kindes im Februar und seine Gesundheit waren immer wieder als Gründe für sein Zögern angeführt worden. Zuletzt konnte der SPD-Chef allerdings einige Erfolge für sich verbuchen. Er hat das CETA-Abkommen durchgeboxt, Tengelmann-Jobs gerettet und den SPD-Kandidaten Frank-Walter Steinmeier für das Amt des Bundespräsidenten durchgesetzt. Bei einem Geheimtreffen in Düsseldorf heute will er mit der Parteispitze die Wahlkampfthemen festlegen. Auch wenn keiner es ausspricht, vermutlich ist dort allen klar, wer die Partei in den Wahlkampf führt.